So, liebe Leute, für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Arthur. Ich habe 4 Jahre eine Weltreise gemacht und bin mit dem Rucksack einfach durch die Welt getingelt. 2,5 Jahre davon habe ich in einem Zelt gelebt, also mehr als die Hälfte davon. Wirklich immer nur in einem Zelt geschlafen und immer mal wieder zwischendurch gearbeitet, je nachdem, wo ich halt die Möglichkeit hatte. Und bin jetzt seit einem Jahr zurück, habe ungefähr 1000 Stunden Videomaterial, was ich gerne auch teilen würde und was so ein bisschen meine Reise zeigt. Heute spreche ich über das Kakerlaken-Inferno in Mexiko. Und zwar ist es der zweite Teil meiner Mexiko-Reise. Die Wochen davor habe ich den ersten Teil von Mexiko gepostet. Im zweiten Teil von Mexiko geht es darum, dass wir einen Roadtrip durchs Landesinnere gemacht haben und haben uns die Maya-Pyramiden angeschaut in Monte Albán, waren in Oaxaca, Puebla und sind dann Richtung Strand gegangen, nach Zipolite. In Zipolite waren wir in einem kleinen Hostel, das blende ich gerade ein. Und das Hostel war der Hammer. Du hattest überall Hängematten mit Sicht aufs Meer. Das war der Übershit. Fast niemand da. Wir haben uns trotzdem so eine kleine Cabaña genommen. Das sind so kleine Zimmer. War relativ günstig. Und wussten aber noch nicht, was auf uns zukommt. Und dann abends irgendwie haben wir uns ins Bett gelegt und habe es die ganze Zeit rascheln gehört. Haben mir schon gedacht, okay, vielleicht, weil es relativ offen war und am Strand, da ja gut, für Mäuse oder irgendwas, ist kein Problem. Aber bei Kakerlaken, ich hasse Kakerlaken. Das sind für mich die hässlichsten Viecher, die es gibt. Weiß nicht, seitdem ich auch in Australien mit so vielen davon zu tun hatte und so, mag ich die nicht mehr. Und auf jeden Fall angefangen habe ich eine durchs Zimmer und manche von denen fliegen ja. Habe ich eine von denen durchs Zimmer fliegen sehen. Da habe ich schon gedacht, scheiße, so kann ich nicht schlafen. Angefangen die eine zu jagen, habe eine zweite gesehen. Dachte, das gibt's da nicht. Da habe ich meine Schuhe mal so ausgeklopft. In meinen Schuhen waren 5 Stück drin. Das sind Riesendinger, solche. 5 Stück davon. Da habe ich mir gedacht, oha, jetzt muss ich meinen Rucksack erstmal auseinandernehmen. Da habe ich meinen ganzen Rucksack, alle Klamotten raus. In meinem Rucksack, ungelogen, waren knapp nochmal um die 20. Das war heftig. Und bei einer ist schon scheiße. Und ist schon, finde ich schon eklig. Aber bei 20, 25 und die sind im ganzen Zimmer verteilt. Ich konnte da nicht mehr im Zimmer schlafen. Das war, nein Mann, alles rausgeräumt, Rucksack draußen hingelegt, in der Hängematte genommen und einfach in der Hängematte gepennt. Deswegen haben wir auch am nächsten Tag dann, sind wir weitergezogen nach San Agustinio und haben uns dort dann so ein kleines Bungalow am Strand geholt, was der Überschritt war. Und dort waren wir dann eine Woche surfen und hatten trotzdem noch eine richtig gute Zeit in Mexiko. In dem nächsten Video könnt ihr das sehen. Ja, hoffe, es gefällt euch. Trotz der Kakerlaken wäre ich jetzt natürlich trotzdem lieber in Mexiko als in dem regnerischen Wetter hier in Deutschland. Und würde lieber surfen, anstatt arbeiten zu gehen. Aber manchmal muss man eine Sache erst machen, damit man die andere machen kann. Ne? Bist mal durch? Kommt wieder die Zeit. Hier, wenn ihr hier rechts oben anklickt, könnt ihr noch auf meine Website oder auf die Facebook-Seite. Dort poste ich dann auch immer Fotos, alles Mögliche. Könnt ihr draufklicken, wenn ihr Bock habt. Und ich werde jetzt noch, weil ich keine Musik verwenden kann in meinen Videos, also nicht die Musik, die ich gern verwenden würde, aufgrund von der GEMA, die sperren mir dann alle meine Videos auf YouTube. Deswegen mache ich es einfach so, umgehen wir das Ganze und ich blende hier rechts oben jetzt noch meinen Musiktipp der Woche ein. Wer Bock drauf hat, ich höre Alternative, Country, Folk, Singer-Songwriter, Experimental, Elektro, Bluegrass, solche Sachen. Wer da Bock drauf hat, schaut gerne rein. Der Song ist der Überschritt meiner Meinung nach. Sollt ihr nicht verpassen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Merci fürs Schauen, schaut vorbei und bis nächste Woche. This is the unruh. This is the unruh.